Ja, dann herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Race. Genau, Deutschland. In Deutschland, genau. Super. Auf los geht's los. Ja, auf los geht's los. Genau. Mal sehen, wo wir es gut machen können. Oh, da hält der an. Ja, du hast ja Startplätze verloren. Ist die Stilbus Reifen Temperatur. Ich werde mal gucken, wie weit die abgenutzt sind, die gelben. Reitest du auch auf? Ich habe auch laufen, ja. Ja. Mal gespannt, wann du an den Mercedes vorbeikommst. Das wird ein bisschen dauern. Erstmal muss ich Verstappen noch. Ja, und Hülkenberg. Ja. Ja, erst Hülkenberg, dann Verstappen. Genau, Verstappen ist auf der schlechteren Seite. So. Ja, gutes Punkten. Genau. Schönes Rennen. Gerade nicht ein Problem, aber noch gut aus. Boah, Hülkenberg! Hülkenberg habe ich. Jetzt kommt Massa, der hat sich vor und vor gedrängelt. Schwer die Mercedes hinter mir zu halten. Die haben alle Supersoft, ne, vor mir, hinter mir. Ja. Ist schwer dran zu bleiben im Co. Oh Mist. Oh, das war gar nicht. Ah! Oh. Das war gar nicht. Ich hab alles gehabt. Hm.
Maserati mit allen Mitteln. Schaffe ich wohl. Okay. Wenn ich das hier 340 schafft, dann mache ich ein Motodrom viel gut im zweiten Sektor. Das Radar zeigt an, dass es in den nächsten 10 Minuten leicht zu regnen anfängt. Na super. Okay, Massa hat sehr viele Probleme mittlerweile mit seinen Reifen. Ja. Ich kann gut jetzt mithalten. Vorne links nur noch 63%. Jetzt habe ich ihn. Eine Runde mehr geht aber auch nicht mehr. Den Reifen nicht platt fahren, du. Wasser ist immer noch in der Runde. Komme ich hoffentlich nicht mitten im Feld raus. Doch. Oh. Unser Abstand zum Hintermann beträgt. Jetzt soll ich mir verstappen. Thank you.
ich auch noch hinten. Das ist noch länger geht nicht. Ich bin nicht vorbei. Ich bleib nur ein Palmer vor mir. Bloß die blöden Palmer. Ich glaube, Hamilton ist in die Box reingefahren, ja. Hamilton ist auch in die Box. Ja, ich komm vor Hamilton wieder raus. Geil. Hamilton hat länger gebraucht, in die Box wie ich. Ist aber auch Action hier auf der Strecke, Mann. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten gleich auf Experte stellen sollen. Ich hab umgestellt, ne? Das ich war Karriere auf Experte, wie gesagt. Ja. Zufrieden, ja. Die einen hier aus und fahren dann rüber in die Boxen. So. Rosberg ist immer noch draußen, der wird aber viel Lust machen. Nee, Rosberg fährt vor mir gerade raus. Der ist gerade in der Box gewesen. Ja, jetzt ist aktualisiert worden. Boah, das war aber knapp mit mehr als. Wir machen ja zwei Stops. Mercedes. No. Dürfte er die Weichen nicht, die Soften nicht fahren. Dann können sie mich nicht mehr aufholen. Mercedes. Glaube ich nicht. Er hat mich schon erstmal mir vorbei. Palmer hat mich gerammt. Ja, Palmer, da muss aufpassen mit Palmer. Ja, aber ich bin vorbei, es ist glimpflich aussehen. Es war nur ein Titscher. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Es gibt doch Regen, das wird richtig spannend, ey. Wenn jetzt schon Regen kommt, dann müssen wir fast schon Regenreifen aufziehen. Hab ich mir gedacht, ey. Das wird noch richtig interessant werden. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf der Das bewölkt langsam. Wo stellt man das mit Regenreifen ein oder wissen die das in den Boxen? Das wissen die dann schon. Alles klar. Weil da werden die Bedingungen auf nass geändert und dann fährst du rein. Da wirst du reingerufen auf jeden Fall. Ja. Da sagen sie dir, ja, sollst umschalten auf Intermediate oder Regenreifen. Und dann halten die das für dich bereit und sagt da auch hier Boxen offen und sowas. Ja. Du kannst es aber auch manuell in der Strategie wieder ändern. Das geht auch.
Ja, man merkt, dass die Strecke abkühlt. Ja. Streibt sie normal oder was? Okay, Abstand zum Führenden 4,8 Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Da hat Rosberg definitiv für Regen die falsche Strategie. Naja, weiß man nicht. Er muss ja denn beim zweiten Boxenstopp nur die Regenreifen aufziehen. Dafür durfte er aber die weicheren Mischung fahren. Ja. Insofern hat er eine bessere Strategie. Ja. Wenn er bis dahin überhaupt kommt. Kann auch sein, ja, dass er, wie gesagt, nochmal eher an die Box muss und danach der Regen erst einsetzt, weil dann hat er 4 Boxenstopps. Also, ne, eigentlich 3. Den hat er verschissen. Ja, weil das kostet Zeit. Ja. Er hat zwar jetzt einen Vorteil, weil sie damit rechnen, dass es regnet, aber, wie gesagt, wenn denen seine Reifen tot sind und der fährt rein in die Box und danach fängt es an zu regnen, Pech. Mir bezieht auf jeden Fall immer mehr. Der Asphalt wird kühler. Ich hole Rosberg aber auch nochmal drauf. Wollen wir noch 2 noch was? Jetzt sind es 1,9 Sekunden, wenn ich richtig gesehen habe. Ah, mich treibt so übelst raus. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Du verlierst verbremst ein bisschen, scheiße. Das ist Rosberg genau hinter mir. Vielleicht lasse ich ihn. Oh, hauer. Ha. Oh, es nieselt schon. Ja, ein bisschen, ne? Der DRS, Herr Rosberg. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Er will wohl nicht überholen. Oh.
Oh, jetzt wird's nass, jetzt müssen wir in die Box. Mir hat er gesagt, ich soll noch nicht wechseln. Hä? Ja, das hat er zu mir gesagt. Ich soll noch nicht wechseln. Gut. Das ist aber mehr mit dem Regen. Ja. Das wird die interessant. Aber die geben Bescheid. Also ich denke mal, nächste Runde werden sie sagen, komm mal rin. Rostbach fährt ruhig. Fährt auch nicht rein. Wir haben nur noch 3 Runden. Jetzt kommt mir der Abtrieb auf der Hinterachse aber zugute. Ja, das bringt jetzt was. Oh, fast verbremst. Oh, die hinter uns holen auf. Aber die fahren mit Soft. Hamilton fährt mit Soft. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. Super. Hätten sie nicht noch ein bisschen warten können? Weil da vorne kommt eine DRS-Zone. Da hätte ich meine Rostbank noch. Ja. So, Rostbach ist abgesägt. Aber er musste mich noch unbedingt rammen. Ja, wegen einer Runde brauchen wir dann nicht nochmal Reifen wechseln. Nee. Mal ich versuchen durchzufahren. Schrottschauer übelst es, oder? Ja, ja. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Also am Ende fahren die jetzt rein? Ne, die fahren durch, okay. Das wäre auch krass, ey. Wenn die reinfahren und dann... Wo ihr liegen Teil? Naja, ich hab schwer zu kämpfen hier vorne. Oh, ist das jetzt rutschig. Aua! Alter. Ich hab extra Platz gemacht. Die letzte Runde wird noch richtig spannend, ey. Boah.
jetzt wird's aber nass. Ja klar, haben wir nebeneinander, aber das wird nichts. Oh, Alter. Im Motodrom habe ich einen Vorteil. Am Heckspoiler. Deswegen, das jetzt hier habe ich einen großen Vorteil. Oh. Alter. Geil. Ich kann nicht immer mehr Gas geben, weil... Ja. Hier im Motodrom nicht, er hat keine Traktion. Oh. Oh, mein Sprit ist leer? Nee, ne? Ja, ja, das ja. Gibt's doch nicht. Alter. Wieder auf Start und Ziel. Alter Schwede. Da hast du aber Glück gehabt, so. Oh, ich hab geschwitzt, Junge. Aber ich hab auf Standard geschaltet und er hatte einen Plus. Nicht viel, aber er hatte einen Plus, ey. Das verstehe ich jetzt ja nicht, egal. Ja, so plus 0,3 musst du rechnen, der Rest ist Reserve. 0,3, ja, so viel hatte ich nicht. 0,20 oder so. Ja, und dann ist irgendwann, sagt er zu dir, der kann nur noch 80 fahren. Ja, da habe ich ja heute den Pechvogel, ne? Naja, war aber ein geiles Rennen, fand ich. Ja, das Beste, was wir bis jetzt hatten. Mein also Augen. Strategisch gesehen und alles, ja, war richtig geil. Trotzdem, für das geile Rennen mache ich mir jetzt erstmal ein schönes Bier auf. Ja, aber wir sagen erstmal ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Genau. Ciao, ciao. Geil. Ja, das war ja mal ein Rennen, du. Du bist Palmer gelandet, haben 17. Pascal Wehrland 14, der ist gut geworden gewesen. Das ist viel besser als sein Teamkollege, der ist 20. und Pascal Wehrland 14. So, und die Mercedes gelandet. Rosberg vor Hamilton. Und schade. Philippe Massa, der war wieder gut, ja. Na, Rosberg ist auf 3 gestartet im Grid und ist auf 3 gelandet, ja. Hülkenberg ist auch gut gewesen auf diesem Platz. Mit seinem Teamkollegen Perez geschlagen. Alonso war natürlich besser als Button, das ist klar. Jo. So sieht das in Wirklichkeit auch aus.